Hallo, ich möchte heute ganz gerne über das Thema Vielehe, Polygamie im Islam sprechen und warum ich das ganz gut finde und warum das die Frau nicht entehrt. Also, der Mann darf bis zu 4 Frauen heiraten unter der Voraussetzung, dass er alle gleich gut behandelt und unter der Voraussetzung, dass er es sich finanziell erlauben kann. Bei der Frau ist es halt so, dass sie dadurch einen Versorger hat, also sie muss nicht mehr arbeiten. Und ich bin im Prinzip nicht dagegen, dass eine Frau arbeitet. Aber es ist halt so, dass die Frau durch die Heirat nicht arbeiten muss. Und das ist auch eine Entlastung für sie, weil sie dann halt zu Hause bleiben kann. Sie wird ja versorgt. Also das ist ja doch recht positiv. Wenn noch eine andere Frau dort ist, dann können diese beiden Frauen sich anfreunden. Wenn die eine Frau vielleicht schon ein bisschen älter ist, keine Kinder hat und aber Kinder ganz gerne mag und die andere ist etwas jünger und bekommt Kinder, dann kann diese ältere Frau auch mit den Kindern spielen. Und sie hat eine Freundin und sie hat einen Ehemann und sie hat 2 oder 1 oder 3 oder 4 Kinder, von denen sie auch etwas hat. Sie ist vielleicht im Haushalt ein bisschen geübter. Sie kann vielleicht besser kochen, sie kann vielleicht besser Wäsche waschen und Hemden bügeln. Und die jüngere Frau, die kann sich vielleicht eher abschleppen, die kann eher was einkaufen und kann vielleicht schwere Putzarbeiten körperlich besser machen. Man ergänzt sich. Und ja, wenn eine Frau zum Beispiel mit einer Freundin gerne shoppen gehen möchte, da ist die andere Frau halt zu Hause und passt auf die Kinder auf zum Beispiel. Oder wenn eine Frau nicht so gerne Sex möchte, weil es ihr vielleicht gerade nicht so gut geht, dann macht das eben die andere Frau mit dem Mann. Und wenn der Mann eben mit einer Frau verheiratet ist und mal sexuelle Abwechslung möchte, dann ist es ja so, dass die Frau betrogen wird, wenn er sich eine Internetbekanntschaft sucht und sich mit der Frau heimlich trifft. Und wenn er es so macht, dass er einfach eine zweite Frau heiratet, dann ist es kein Betrug, weil er mit offenen Karten spielt. So gibt es auch weniger Geschlechtskrankheiten. AIDS verbreitet sich auch nicht so sehr, weil der Mann eben keine Internetbekanntschaften oder Disco-Bekanntschaften machen muss. So sind auch mehr Frauen finanziell umsorgt. Und ja, das ist alles sehr positiv. Ich selber würde so etwas nicht ablehnen, würde aber schon eine Frau haben wollen, also nicht ich will eine Frau, sondern ich würde das schon haben wollen, dass diese andere Frau dann halt so meine Freundin wird, dass man eben keine Konkurrenz füreinander ist. Und ja, ich sehe da drin, wie gesagt, das Positive, weil man sich auch Arbeit teilt, zum Beispiel Putzarbeit, Einkaufen, Wäsche waschen und so weiter, das teilt man sich alles. Ja, und das ist halt so, wie gesagt, dass die Frauen dann ja auch versorgt werden. Ich finde das sehr positiv und das ist nicht frauenverachtend. Danke fürs Zuhören.